Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Willkommen bei Kapitel 7.9 Gegenseitige Lage von Ebenen und Geraden. Latein, um was geht's heute wohl? Um die gegenseitige Lage von Ebenen und Geraden. Er ist so clever. Wir haben hier auch drei Ebenen. Was ist das Besondere daran? Naja, es ist dreimal dieselbe Ebene. Und zwar diese Ebene, die hier oben in Koordinatenform gegeben ist. E, Doppelpunkt 2x1 plus 5x2 minus x3 ist 49. Und wir werden heute sehen, warum die Koordinatenform den anderen beiden Formen etwas überlegen ist, haben wir schon oft genug erzählt. Heute zeigen wir euch, wieso. Wenn ihr mir drei Fälle vorbereitet. Im ersten Fall ist eine Gerade parallel zur Ebene. Im zweiten Fall liegt eine Gerade H in E. Und im dritten Fall schneidet eine Gerade J die Ebene E. Wir machen einfach mal den Fall A und gehen davon aus, wir wissen noch nicht, dass sie jetzt parallel sind. Wir machen es einfach allgemein. Wie können wir vorgehen? Naja, wir können uns überlegen, was heißt eigentlich diese Parameterdarstellung einer Geraden? Ein allgemeiner Punkt x bekommt man so, je nachdem welchen Wert man für t wählt. X ist ja auch ein Vektor und besteht aus den drei Koordinaten x1, x2, x3. Und die kommen noch wovor, diese drei Koordinaten. Wo nämlich? Eine Ebenengleichung da oben. Genau, da sind auch diese drei Koordinaten. Jetzt machen wir doch einfach so, wir setzen in x1 mal ein, was x1 laut der Geradengleichung wäre. Und was wäre x1 laut der Geradengleichung? 3 plus 2t. Genau, das setzen wir da rein und so weiter. Das heißt, wir setzen also g in e? Richtig. Ah, und das war jetzt so richtig, dass Sie es sogar aufschreiben? Machen wir doch. Gut. Okay. G in e. Okay, ich probiere es mal. Okay. Also 2 mal x1, nee, x1 war ja 3 plus 2t. Klammer zu natürlich, plus 5 mal x2 und x2 war 4 minus t. Ah, danke, dass Sie die Klammer auch schon machen. Genau, Klammer zu, minus, auch wieder Klammer auf, 7 minus t. Ist gleich 49. Okay. Ah ja, und jetzt haben wir hier eine Gleichung mit einer Variablen. Das brauchen wir nicht lösen, oder? Nee, das könnt ihr ausmultiplizieren. Die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, ihr habt es sicher richtig ausgerechnet. Irgendwann kamt ihr auf 0t plus 19 gleich 49. Und 0t, da fliegt das t ja sozusagen weg. Und das ist auch das Wichtige hier dran. Sodass nur noch da steht 19 gleich 49. Beziehungsweise Latein hat es schon richtig gesehen, 19 ungleich 49. Die Frage ist nur, was heißt denn das geometrisch? Gut, was haben wir gemacht? Wir haben den allgemeinen Punkt x eingesetzt in die Ebene. Und wir wissen, ein Punkt, der in der Ebene liegt, müsste die Ebenengleichung erfüllen. Da müsste 49 rauskommen. Und wir kriegen raus, es gibt kein t, es gibt keins, für den dieser Punkt x die Ebene erfüllen werde. Das heißt, g liegt nie in e. Nee, denn kein einziger Punkt von g liegt in e. Dann gibt es ja nur eine Möglichkeit, dass g parallel zu e ist. Genau. Ah, das heißt, direkt daraus können wir schließen, g ist parallel zu e und sind fertig und haben auch den Fall, wie oben natürlich in unserer Skizze zu sehen ist. Gut, die nächsten beiden, würde ich mal sagen, probiert ihr auf genau die gleiche Art und Weise jeweils die einzelnen Koordinaten einsetzen in die Ebene, ausrechnen bis zum Ergebnis. Vielleicht könnt ihr schon selber deuten, was das Ergebnis jeweils heißt. Wenn nicht, schauen wir es uns gemeinsam an. In 3, 2, 1. So, B und C ist hier gelöst. Wir gehen mal B durch. Wenn ihr es eingesetzt habt, solltet ihr hoffentlich kommen auf 0t plus 49 gleich 49. Schon wieder 0t. Das heißt, t fällt schon wieder weg. Aber diesmal ist 49 gleich 49. Das heißt, kommt eine wahre Aussage raus. Das heißt, für jedes t ist die Gleichung gelöst. Weil egal, was wir hier einsetzen, die Gleichung stimmt. Ja, was heißt es geometrisch? Das heißt, wir können jedes beliebige t in die Gerade einsetzen und jedes Mal erfüllt x die Ebenengleichung. Das heißt, jeder Punkt der Gerade liegt dann in E, weil jeder Punkt der Gerade die Ebenengleichung erfüllt, ja, oder? Ja, das bedeutet, die Gerade selbst ist Teil der Ebene. Dann können wir schreiben G Element E. Kennt vielleicht noch dieses Elementzeichen, das heißt, es liegt komplett da drin. Okay, gehen wir zu C. Habt ihr es auch gelöst? Kommt ihr irgendwann drauf auf 10t ist 30, also t gleich 3. Das heißt, es gibt ein t, was die Gleichung löst. Das bedeutet ein t, wir bekommen einen Punkt x und dieser Punkt x ist der einzige Punkt der Gerade,
der die Ebene in Gleichung löst. Also der einzige Punkt, der gerade der in der Ebene liegt. Naja, und damit ist das der Schnittpunkt. Können wir oben einzeichnen als Schnittpunkt. S. Und den muss man jetzt auch noch berechnen. Da ist man noch nicht ganz fertig. Aber das ist leicht, den zu berechnen, weil wir setzen ihn einfach bei J in die Geradengleichung ein. Genau, Herr Thein macht es schon. 2, 1, minus 1. Das heißt, er kommt dann raus. 9. 4 plus 3 ist 7. Und 7 minus 3 ist 4. Das ist der Schnittpunkt 9, 7 und 4. G schneidet. Oder ist es nicht G? Merke ich gerade eben. Muss mal aufpassen vor lauter Gerade. Das ist natürlich J. Die Gerade J. J schneidet E. Und da drüben auch beim Beispiel. In S gleich 9, 7, 4. Ah, hat er nämlich schön gemacht. Ah, hier ist es auch passiert. Richtig. Aber es macht gar nichts. Ihr habt sicher noch nicht ins Heft übernommen. Nee, und wenn, dann habt ihr etwas daraus gelernt. Nie dem Lehrer vertrauen. Gut, es gibt noch ein paar Ergänzungen, die man eigentlich wissen muss. Und zwar gucken wir uns oben jetzt mal zusätzlich den normalen Vektor an, der Ebene. Haben wir hier grün eingezeichnet. Und auch den Richtungsvektor der Geraden. Und Sie sehen hier was, Herr Thein, oder? Fällt Ihnen was auf hier in dem Fall? Ja, in dem Fall, wenn die Gerade parallel ist zur Ebene, dann ist der Normalvektor und der Richtungsvektor orthogonal zueinander. Das heißt, hier muss das Skalarprodukt 0 sein. Wir schreiben es ergänzend auch nochmal hin, damit ihr es wisst. So eine Ergänzung. Das Skalarprodukt, also n mal u, müsste 0 sein. Wir prüfen das aber mal nach. Weil der normalen Vektor ist ja 2, 5, minus 1. Mal der Richtungsvektor ist 2, minus 1, minus 1. 2 mal 2 ist 4. 5 mal minus 1 ist minus 5, also 4 minus 5 minus ist minus 1. Minus 1 mal minus 1 ist plus 1, also jetzt minus 1 plus 1 gibt 0, passt. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen, war ein bisschen verwirrend, ein bisschen schwierig. Gucken wir uns mal den zweiten Fall an. Hier liegt die Gerade ja komplett in E. Und was gilt hier? Sie liegt komplett in E und wir sehen auch hier, der Richtungsvektor der Geraden ist orthogonal zum normalen Vektor. Das heißt, auch hier gilt n mal u ist 0. Hier brauchen wir es gar nicht mehr nachprüfen, weil wir sehen, bei a und b haben wir denselben Richtungsvektor. Das heißt natürlich, hier stimmt es auch. Gut, gucken wir mal bei c an. Bei c? Ganz eindeutig, der Richtungsvektor und der normalen Vektor sind auf keinen Fall orthogonal zueinander. Sie könnten, je nachdem, wie die Gerade steht, vielleicht noch parallel zueinander sein, wenn die Gerade genau orthogonal wäre zur Ebene. Mhm. Aber auf jeden Fall ist das Skalarprodukt nicht 0. Ja, das können wir uns aufschreiben. N mal U ist ungleich 0. Können es auch oben mal nachprüfen, können es aber auch einfach glauben. Das heißt für uns also, wir haben hier ein zusätzliches Prüfkriterium, wenn wir den normalen Vektor einer Ebene haben, und den Richtungsvektor einer Geraden und wir sollen deren Lage vergleichen, können wir auch schnell das Skalarprodukt machen. Wenn das Skalarprodukt von ihnen 0 gibt, was gilt dann entweder oder? Ja, entweder ist dann die Gerade parallel zur Ebene oder sie ist identisch. Einer der beiden Fälle. Und wenn es nicht 0 gibt, wissen wir sofort, es schneidet. Und weil diese drei Sachen auch relativ wichtig sind zu wissen, unterstreicht sie mal in irgendeiner ganz anderen Farbe. So, das hat der Thein schon gemacht. Damit gehen wir über zur Regel. So, wir haben dazu einen Satz gegeben, es sei eine Gerade G und eine Ebene E. Das ist ja einfach in allgemeiner Form, anstatt den Zahlen, die wir vorher hatten. Und falls diese lange Gleichung, die hier ist, auch das ist einfach jetzt, was wir vorhin gemacht haben, in allgemeiner Form, falls die eben eine Lösung hat, dann schneidet die Gerade die Ebene. Falls sie keine Lösung hat, ist die Gerade parallel zur Ebene. Und falls sie unendlich viele Lösungen hat, dann ist die Gerade Element der Ebene, das heißt, sie liegt komplett in der Ebene drin. Aufgabe 1. Untersuche die Anzahl der gemeinsamen Punkte von G und E. Wir haben eine Gerade G in Parameterdarstellung und eine Ebene E in Parameterdarstellung. Das ist jetzt ein Unterschied gegenüber gerade eben, wo wir noch direkt die Koordinatenform hatten.
Es wäre jetzt auch möglich, hier einfach die beiden Parameterdarstellungen gleichzusetzen, ein LGS aufzustellen und das zu lösen. Würde gehen, ist absolut in Ordnung. Wollen wir aber an der Stelle nicht, denn LGS, wissen wir, führt immer in gewisser Art und Weise zu Problemen und möglichen Fehlern. Deshalb wandelt doch mal diese Parameterdarstellung in eine Koordinatengleichung um. Das haben wir ein paar Mal gemacht, die letzten Stunden. Probiert's. Wir sehen uns wieder in 3, 2, 1. So, was haben wir gemacht? Wir haben hier das Kreuzprodukt bestimmt der beiden Richtungsvektoren. Wieso? Ja, das Kreuzprodukt gibt uns den normalen Vektor und der normalen Vektor steht ja senkrecht auf U und auf V. Genau, so, den haben wir hier bestimmt. 17, 12, 16. Jetzt kam beim letzten Mal, wo wir darüber geredet haben, wie man von der Parameterdarstellung auf die Koordinatendarstellung kommt, dazwischen geschaltet die normalen Darstellung. Allerdings können wir uns die auch sparen, denn sie nennt ja eigentlich nur den normalen Vektor und den Stützvektor P. Den normalen Vektor sehen wir hier, das N, den Stützvektor sehen wir hier. Dafür müssen wir nicht die normalen Formen extra hinschreiben. Wir gehen mal direkt zur Koordinatendarstellung über. 17x1, 12x2, 16x3, das sind gerade die Einträge vom normalen Vektor, ist gleich D. Und das D müssen wir jetzt noch bestimmen. Genau, das bestimmen wir, indem wir den Punkt P oben hier jetzt in E einsetzen. Dann kriegen wir D raus. Macht ihr auch mal, probiert's mal. Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, dann kommt raus, ist gleich 46. Wir haben die komplette Koordinatenform der Ebene E. Und jetzt könnt ihr genauso verfahren wie in den Beispielen am Anfang. Probiert's mal selber aus. Wir zeigen euch, was dabei rauskommt. In 3, 2, 1. So, das Ganze kommt raus, wenn man es auflöst. Wir entschuldigen uns an dieser Stelle hier für die widerlichen Zahlen. Wir haben natürlich einfach das Beispiel mit den gemeinsten Zahlen genommen, damit ihr später im Unterricht mit schönen Zahlen rechnen könnt. Genau. Es ist dann auch wirklich so. Ja, es kommt wieder raus, 46 gleich 46. Das heißt, egal was wir für T einsetzen, die Aussage dieser Gleichung stimmt. Das bedeutet, jedes T ist möglich. Damit liegt wieder jeder Punkt der Geraden, eher auch in der Ebene. Also die Gerade ist Teil der Ebene. So, Aufgabe 2. Gegeben sei die Ebene E in Koordinatendarstellung. Bestimmen die Gleichung einer Geraden, die E im Punkt S orthogonal schneidet. Sehen wir im ersten Moment, hä? Wie soll ich denn das machen? Es ist einfach, wenn man sich mal eine Skizze macht von einer Ebene und einer Geraden, die die Ebene orthogonal schneidet. Probiert mal, wie ihr so eine Skizze hinkriegt. So ähnlich wie die Skizzen vorne, die wir gemacht haben in der Einführung. Guckt euch die nochmal an. Und wir sehen es dann wieder in 3, 2, 1. So, hier haben wir es. Und nochmal ganz wichtig, das ist A und O. Wenn ihr nicht mehr weiter wisst, macht eine Skizze. Bitte immer, immer in diesem ganzen Geometriethema erstmal eine Skizze machen. Oft sieht man dann, wie es läuft. Hier sehen wir gleich, dass die Aufgabe innerhalb von Sekunden gelöst sein wird mit der Skizze. Und wir haben ganz einfach angefangen. Ich habe eine Ebene eingezeichnet. Ich habe davon einen normalen Vektor, den habe ich eingezeichnet. Der ist immer senkrecht auf der Ebene, kann man super einfach einzeichnen. Ich habe die Gerade eingezeichnet. Ich wusste, die schneidet die Ebene orthogonal, deswegen hier auch senkrecht. Und hier natürlich einen Richtungsvektor, den habe ich auch eingezeichnet, habe ihn U genannt. Gut, und was sehen Sie schon, Herr Thein, hier direkt? Jetzt sehen wir direkt, der Richtungsvektor U ist orthogonal zur Ebene. Der Normalvektor der Ebene ist immer orthogonal zu einer Ebene. Das heißt also, die beiden zeigen hier in dieselbe Richtung. Und wenn zwei Vektoren in dieselbe Richtung zeigen, dann sind sie entweder gleich oder vielfacher voneinander. Aber das heißt, wir können ganz einfach als normalen Vektor der Ebene den Richtungsvektor der Geraden nehmen. Richtig. Beziehungsweise andersrum, wir wollen ja den Richtungsvektor der Geraden wissen, also nehmen wir dafür einfach den normalen Vektor. Das heißt, wir haben von G, wenn ich es mal aufschreibe, x ist gleich, den Stützvektor haben wir noch nicht, lass hier mal eine Lücke, plus t mal den Richtungsvektor. Und den lesen wir oben als den normalen Vektor von E ab. 1, minus 3 und minus 5. Gut, Stützvektor, das ist ja geometrisch betrachtet nur ein Punkt. Jetzt müssen wir gucken, haben wir irgendeinen Punkt dieser Geraden? Ja, den haben wir. Gucken wir mal in die Aufgabenstellung. Da steht es, bestimme die Gleichung einer Geraden, die E im Punkt S schneidet. Das heißt, der Punkt S ist ein Punkt von G. Den haben wir gegeben. Dann können wir den noch als Stützvektor nehmen. Genau. Minus 1, 2, 3. Und wir haben eine Geradengleichung hier im Endeffekt gefunden. Eine andere Gerade wäre einfach ein Vielfaches, wie gesagt, von dem, was wir schon gesagt hätten, das wäre auch richtig gewesen. Und damit ist die Aufgabe schnell gelöst. Ihr seht,
Wir haben jetzt zwei Aufgabentypen heute gehabt. Der erste Aufgabentyp, der war so ziemlich die Abarbeitung der Regel, die wir neu kennengelernt haben. Der zweite Aufgabentyp steht jetzt für eine Typusaufgabe, wo ich jetzt auch in den Übungen dazu einige begegnen werden, wo es wirklich sinnvoll ist, macht man eine Skizze, man muss gar nicht groß rechnen, sondern ein bisschen überlegen. Und das wollen wir jetzt auch ein bisschen schulen und fordern bei euch, dass ihr euch ein bisschen Gedanken über die geometrischen Objekte macht. Und dann werdet ihr sehen, wird ganz vieles viel, viel einfacher. Bis dann, Bis tschüss. dann, ciao.